Hi ihr Lieben, schön, dass ihr zu meinem neuen Food Diary eingeschaltet habt. Das ist ein Follow My Weekend Food Diary und zwar zeige ich euch alles, was ich am Wochenende gegessen habe. Am Wochenende mache ich es so, da esse ich alles, worauf ich Lust habe und auch Sachen, die mal ein bisschen verarbeiteter oder kalorienreicher sind. Also da will ich schon den Kuchen, will ich schon so die bisschen schwereren Sachen, gerade jetzt so in der Herbst-Winterzeit geht es vor allem um Comfort Food, das heißt um Sachen, die einem so ein wohliges, schönes, gemütliches Gefühl geben. Wenn ihr wissen wollt, was ich dieses Wochenende alles so gegessen habe, dann bleibt dran. So, heute ist Samstag und ich habe schon das Frühstück für euch abgefilmt. Heute hatten wir total Lust auf Croissants. Und Croissants sind natürlich jetzt nicht so gesund, aber finde ich das perfekte Wochenendfrühstück, wenn man so Lust auf Süß hat. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber bei mir ist es immer unterschiedlich. Manchmal habe ich mehr Lust auf herzhaft, manchmal habe ich aber auch voll Lust nur so auf Süß und Gebäck. Und zum Mittagessen, weil wir sehr spät gefrühstückt haben, gab es nichts. Weil ich bin dann immer relativ voll. Also ich habe 2 Croissants gegessen und das hält bei mir echt lange vor. Zwischendurch kann man noch einen Snack essen, aber mir hat es gereicht und dann sehen wir uns dann wieder beim Abendessen. Es gibt heute ein frühes Abendessen und zwar gibt es Schupfnudeln mit Sauerkraut. Das ist eins meiner liebsten Winter-Herbst-Essen. Immer wenn es so ein bisschen dämmerig draußen ist, so ein bisschen gemütlich wird, dann mag ich so ein Hüttenessen, nenne ich das immer, auch wenn wir definitiv nicht auf einer Hütte sind. Aber es gibt einem so dieses richtig herzhafte Hütten-Gefühl, dieses Gefühl von sowas, ja, deftigem, wärmenden, wenn man von der Wanderung kommt oder so. All das habe ich jetzt heute nicht gemacht. Ich war zwar draußen, aber ich habe keine Wanderung gemacht. Aber nichtsdestotrotz hatte ich Lust auf dieses Essen. Und ja, ich zeige euch jetzt genau, wie ihr das macht. Es gibt im Bio-Supermarkt auch vegane Schupfnudeln. Verschiedenste Marken stellen das mittlerweile her. Es ist ein Essen, das wahnsinnig schnell geht, aber sehr aufwendig schmeckt. Also es schmeckt eigentlich so, als ob man Stunden in der Küche stand, aber eigentlich braucht man dafür gar nicht viel. Man braucht nur wenige Zutaten und ich schreibe euch auch alle Rezepte in die Infobox, sodass ihr das ganz easy nachmachen könnt. Jetzt zeige ich euch, wie ihr die Schupfnudeln macht. Als erstes schneide ich ein Stück Räuchertofu in kleine Würfel und das soll so ein bisschen wie Speck werden und brate es anschließend in der Pfanne so richtig kross an, sodass es wirklich ein Räucheraroma entfaltet und wirklich Speck sehr nahe kommt. Das gibt dem Ganzen nochmal so eine extra Note. Ich mag das total gerne oben drüber. Dann schneide ich verschiedene Zwiebelstücke auf. Das war jetzt eine Zwiebel. Ihr seht, ich muss noch ein bisschen üben. Ich bin nicht der Pro im Zwiebelschneiden. Nächstes Mal verspreche ich, kann ich es besser. Die brate ich dann auch anschließend in der Pfanne an. In die Zwiebeln gebe ich dann einen Teelöffel Kümmel rein. Das ist ganz wichtig. Das gibt ein sehr leckeres Aroma. Dann gebe ich die Schupfnudeln hinzu, brate die an und würze dann noch ein wenig mit Pfeffer. Ich brate die so lange an, bis sie goldbraun sind. Das ist für mich immer so das richtige Maß. Anschließend gebe ich dann ein wenig Sauerkraut hinzu. Das ist jetzt Demeter Sauerkraut. Das mag ich am allerliebsten von dieser Marke. Das schmeckt super gut. Das gebe ich dann einfach hinzu, mische ich unter, lasse ich noch eine Weile anbraten und fertig ist schon das Gericht. Ihr seht, das ist echt easy. Man braucht nicht viel und einen weiteren Fact muss ich hinzufügen. Ich brate die Schupfnudeln in Margarine an. Also da nehme ich kein Öl, sondern ich nehme Alsan, weil es ja vegan sein soll, nehme ich keine Butter. Und als i-Tüpfelchen gieße ich noch ein wenig Apfelsaft obendrauf. Und das hat echt nochmal einen großen Unterschied geschmacklich gemacht. Fand ich extrem lecker und gibt's bald wieder bei uns. So, und fertig sind die leckeren Schupfnudeln mit Sauerkraut. Apropos Wintersaison, ich möchte nicht zu sehr auf den Winter hinweisen. Es ist ja noch offiziell Herbst, aber ich konnte nicht widerstehen und habe mir so einen heißen Winterapfelpunsch mitgenommen von Völkel. Die gibt es jetzt auch schon. Man wird ja auch immer verlockt, weil es so viele weihnachtliche Sachen jetzt schon in den Läden gibt. Und ich liebe Weihnachten ja so sehr und deswegen, ja, habe ich immer Bock, alles Mögliche da auszuprobieren. Dieser heiße Winterapfel schmeckt sehr, sehr lecker. Ich zeige euch mal, was da drin ist. Theoretisch kann man das natürlich auch alles selber machen, ne? Also das muss man hier ganz klar sagen.
Da ist drin Apfelsaft, Schlehensaft, Apfelsaft nochmal konzentriert, Vanille, Heidelbeersaft. Ja, man kann das alles selber machen, aber ich gebe zu, man musste das natürlich alles einzeln kaufen und ich finde, da kommt man hier einfach in einer gesammelten Flasche günstiger weg, weil das würde man ja, glaube ich, alles nicht so schnell aufbrauchen. Also ja, ich finde den sehr, sehr lecker und der passt so in diese gemütliche Wochenendstimmung rein. Hi ihr Lieben, heute ist Sonntag. Heute Morgen gab es leckeren veganen Rührtofu. Das habe ich heute mal mit Seidentofu gemacht. Ich kann euch aber empfehlen, in den Seidentofu auf jeden Fall noch Naturtofu, also festen Tofu reinzubröckeln, weil es dann doch relativ flüssig war. Ich mache das sonst immer eigentlich nur mit festem Naturtofu. Ich wollte es aber heute mal ausprobieren, weil ich den Seidentofu noch da hatte. Es hat aber nicht ganz so perfekt geklappt. Also die normale Variante, die ich mache mit ein wenig Sojajoghurt und festem Tofu, funktioniert besser. Ich kann mir hier vorstellen, wenn man noch ein bisschen festen Naturtofu in den Seidentofu reinmischt, dass es dann so ein bisschen so mehr wie Rührei wird durch dieses Nasse, was der Seidentofu hat. Ja, es war trotzdem lecker. Ich habe dann später noch ein bisschen Tempeh reingemacht und das hat es dann für mich ganz gut ausbalanciert. Dazu gab es eine Avocado-Frischkäsecreme, sehr lecker, und darüber gab es dann veganen Lachs, den kann man auch ganz einfach selber machen. Ich habe ihn diesmal gekauft, den gibt es neu im Alnatura und ich finde, wenn es mal schnell gehen muss oder man keine Lust oder keine Zeit hatte, den Lachs vorzubereiten, dann schmeckt das sehr, sehr lecker. Also ich finde meinen auch lecker. Ich finde meinen ein bisschen leckerer, den ich noch mache. Aber der von der Firma, ich glaube die Firma heißt Rise Up, ist auch super lecker. Also ja, wenn ihr keine Lust habt oder Zeit, dann könnt ihr es gerne mal mit dieser Marke probieren. Ich finde es cool, dass es das überhaupt gibt. Ich gebe den Seidentofu in eine Schüssel rein und das war das erste Mal, dass ich aus Seidentofu Rührtofu gemacht habe. Normalerweise nehme ich da Naturtofu in fester Konsistenz. Das funktioniert wirklich immer und füge noch etwas Sojajoghurt hinzu. Jetzt hatte ich eben den Seidentofu da und wollte es mal probieren. Ich würde euch echt empfehlen, man kann den Seidentofu nehmen, man sollte aber halbe-halbe machen. Also ein bisschen Seidentofu und dann die andere Hälfte den festen Naturtofu. Dann wird es wirklich wie Rührei, weil es dadurch noch so ein bisschen diese nasse Komponente hat. Dann habe ich etwas Rapsöl hinzugefügt und dann habe ich anschließend ein wenig Frühlingszwiebeln aufgeschnitten und die hinzugefügt. Das mache ich immer, weil es wirklich so ein leckeres, zwiebeliges Aroma gibt und das macht es so lecker herzhaft. Also ohne geht für mich irgendwie gar nicht. Dann füge ich Kurkuma hinzu für die Farbe und ein bisschen Schärfe und das berühmte Kalanamak-Salz. Das ist ein Rauchsalz. Und das gibt eben diesen Ei-Geschmack. Dadurch, dass es so ein bisschen, naja, wie faule Eier riecht, aber im Gericht ist es dann tatsächlich sehr, sehr lecker. Vertraut mir, ich habe es schon oft gemacht. Dann haben wir uns als Beilage zu dem Rührtofu noch zwei Brote gemacht. Darauf aufs Brot kam eine Avocado-Creme und die mache ich immer so. Ich mache eine Avocado auf und nehme das Fruchtfleisch aus der Avocado und manche das schön breiig. Die Avocado sollte sehr reif sein, damit es easy geht. Und dann füge ich einen veganen Frischkäse hinzu. Mein liebster ist Simply V. Der schmeckt wirklich am allerbesten, meiner Meinung nach. Und das gebe ich noch unter die Avocado-Masse. Und dann wird es wirklich so eine leckere Creme. Ganz wichtig dafür ist allerdings ein wenig Limettensaft oder auch Zitronensaft. Ich nehme immer das, was ich gerade da habe, das gebe ich noch hinzu und unbedingt mit Salz und Pfeffer abschmecken. Lecker aus. Mhm.
Dann hatte ich noch Lust, ein wenig Lachs drauf zu machen und da ich ja keinen Fisch esse, ist es bei mir Karottenlachs. Den mache ich auch sehr gerne selber, nur wenn es mal schnell gehen muss. Ich kam jetzt am Wochenende nicht dazu, habe ich den von Rise Up mal mitgenommen. Den hatte ich schon mal und habe ich als sehr lecker empfunden und dadurch habe ich ihn auch nochmal nachgekauft. Es schmeckt wirklich super, sehr rauchig, kommt wirklich Lachs sehr nah. Also wenn ihr das ein bisschen vermisst, dann kann ich euch den empfehlen. Ihr könnt es auch gerne mal selber machen. Ich finde meinen persönlich ein bisschen leckerer, aber der tut's auch. War unser Frühstück, das war super lecker und dazu gab es natürlich Kaffee. Ich liebe Kaffee, ich trinke immer so 1 bis 2 Kaffee am Tag mit viel Milch, aber ich liebe es und deswegen gibt es das natürlich auch jeden Morgen. Dann zum Nachmittag gab es eine super leckere vegane Schokotorte von Almondi. Die hatte ich bei der lieben Fanny Pilgrim Mira in einem Video gesehen und ich liebe ihre Taste-Tests und entdecke durch sie so viele vegane Neuheiten. Ich bin ja da auch sehr affin für. Ich teste da sehr gerne vieles und normalerweise mag ich Fertigtorten gar nicht. Deswegen, ich war super neugierig, aber auch skeptisch. Und ich habe sie dann aufgetaut. Die kann man im Tiefkühlregal kaufen. Habe sie dann 45 Minuten aufgetaut. Und ich bin fast vom Hocker gefallen. Also ich und mein Freund, wir waren so begeistert. Das schmeckt so lecker. Also ich muss sagen, das war die leckerste Fertigtorte, die ich jemals in meinem Leben gegessen habe. Der Boden ist ultra schokoladig, ganz, ganz weich. Die Sahne obendrauf ist super cremig, schmeckt aber nicht so pappig. Ich finde oft bei veganer Sahne schmeckt es so ein bisschen pappig. Hier aber nicht der Fall. Die Torte ist meiner Meinung nach nicht zu süß, sondern genau richtig, also extrem lecker. Wenn man mal schnell eine vegane, fertige Torte braucht, dann ist das auf jeden Fall die Torte, auf die man ohne Probleme zurückgreifen kann. Also ich fand die wirklich gut und die würde ich jederzeit nochmal kaufen, wenn ich keine Lust habe zu backen oder wie gesagt, das mal schnell gehen muss. Super, super lecker. Und jetzt ist es schon wieder Zeit fürs Abendessen. Der Tag vergeht immer so schnell. Und ich bin immer noch in meiner Hüttenstimmung. Vielleicht nenne ich das Video auch Hüttenrezepte. Und zwar gibt es heute Käsespätzle, wie manche Leute auch sagen würden. Und ich muss sagen, dass ich das erste Mal mache. Dementsprechend bin ich auch total gespannt, wie es wird, weil ich muss sagen, ich mag das Original gar nicht. Ich mag nämlich keinen Käse, noch nie. Auch schon bevor ich vegan war, war ich nie so ein Käsemensch. Und oft haben mir Käsespätzle zu sahnig geschmeckt oder zu extrem würzig-käsig. Also ich muss sagen, ich habe noch nie original welche gegessen, die mir geschmeckt haben. Umso neugieriger bin ich, ob ich es vegan schaffe, schmackhaft für uns beide zu kochen. Viel Spaß jetzt beim Rezept. Ich habe euch ja gesagt im Video, dass ich so Lust habe auf deftige Gerichte zurzeit, die mich an so ein bisschen so einen Hüttenzauber erinnern. Und deswegen gab es Sonntagabend Käsespätzle. Ich habe sie das erste Mal vegan gemacht und sie sind mir wirklich sehr gut gelungen. Ich fand es echt lecker. Ihr kocht erstmal Spätzle und das Besondere an dem Gericht war, dass ich so Apfelchips selber gemacht habe. Dafür nehmt ihr euch einen Apfel, schält ihn, schneidet ihn in Apfelringe. Sehr gut wäre, wenn ihr einen Entkerner hättet. Das habe ich leider nicht gehabt, deswegen wurde das bei mir so ein bisschen messy. Aber stört euch daran nicht, das hat trotzdem super funktioniert. Ihr gebt die Apfelringe dann in eine Pfanne mit Margarine oder Butter und bratet die an. Und gebt dann anschließend noch etwas Agavendicksaft drüber, dann hat es wirklich dieses karamellige, super leckere Aroma. Und ihr macht es so lange, bis die Äpfel braun sind. Also sie sollten wirklich nicht verbrennen, aber sie sollten auch nicht zu hell sein. Also achtet da wirklich drauf, steht bei der Pfanne und dann habt ihr super leckere Apfelchips. Weiter geht's mit unseren Spätzle. Wenn die gekocht sind, mache ich die einfach in eine Auflaufform und gebe dann anschließend meine gebratenen Zwiebeln drüber. Ich habe vorhin noch Zwiebeln angebraten. Die habe ich vorher rausgenommen, die kommen dann drüber.
Dann kommt noch etwas Soja-Cuisine drüber. Ich mag da Soja einfach am liebsten, weil es einfach das sämigste ist. Da bevorzuge ich einfach diese hier von Provamehl, weil es meiner Meinung nach die sahnigste Sahne-Alternative ist da draußen und es soll ja sehr sahnig sein. Anschließend kommt der leckere Simply V Streukäse drüber. Das ist wirklich mein Favorit, der schmeckt extrem gut. Den nehme ich immer für Aufläufe, für Pizza. Und das hat hier sehr, sehr gut funktioniert. Und dann kommt das Ganze für 15 Minuten in den Ofen und fertig sind eure Käsespätzle. Später kommen noch die Apfelchips drüber und fertig ist euer gemütliches, leckeres, herbstlich-winterliches Gericht. Ich muss sagen, ich mag andere Streukäse-Alternativen nicht so. Ich finde, die schmecken meistens relativ künstlich, aber der von Simply V ist super cremig, würzig und ist, finde ich, der leckerste Streukäse auf dem veganen Markt. Also ich habe zumindest noch keinen besseren probiert. Falls ihr da einen besseren kennt, lasst es mich gerne wissen. Auf jeden Fall haben die Käsespätzle mir unglaublich gut geschmeckt. Total lecker, sahnig, würzig. Mit den Zwiebeln obendrauf gibt es eben nochmal so ein besonderes Aroma. Also ja, das kann man echt öfter machen, fand ich super lecker und merke ich mir mal auf meiner Rezepteliste. Das war mein What I Eat in a Weekend Video. Ich hoffe, ihr habt ein paar Rezeptinspirationen für euren nächsten Einkauf bzw. eure nächste Kochsession mitgenommen. Und lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, ob ihr sowas öfter sehen wollt. Ich zeige euch sehr gerne weitere Food Diaries. Ich finde das immer total inspirierend bei anderen und schaue mir das sehr, sehr gerne auch auf YouTube an. Schreibt mir gerne, wenn ihr die Rezepte nachkocht. Vergesst nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben und den Kanal zu abonnieren. Und dann sehen wir uns am Donnerstag in einem neuen Video wieder. Bis dahin, ciao!